Jo, was geht ab, Leute? Und zwar wurde jetzt der Dreier Touring, also der neue G20 heißt, glaube ich, vorgestellt. Und zwar auf dem Kanal hier von Auto, Motor und Sport. Ja, wie gesagt, also die Limousine wurde ja schon lang vorgestellt. Als M-Paket oder als 340 kommt es auch schon richtig geil rüber. Der Touring sieht auch richtig geil aus, bevor wir uns den aber hier im Video anschauen. Habe ich sowieso Bilder in Facebook gesehen, auf der BMW Community Seite bzw. Gruppe, hat jemand reingepostet. Hier in einem geilen Grau der Touring. Wie gesagt, der Front ist ja eigentlich sowieso komplett gleich. Was mir direkt gleich auffällt, der ist vorne viel zu hoch. Sieht scheiße aus. Ja, wenn er ein bisschen tiefer ist, ich glaube, dann sieht er schon richtig brutal aus. Also so alles in allem sieht er sowieso übertrieben geil aus. Der 3 ist auch echt gelungen. Nicht so wie der X7 oder der neue 1er, die sehen einfach nur scheiße aus. Die Scheinwerfer sind geil. Ja, die Nieren bisschen größer, aber ist okay. Also die Front ist geil. Hier von der Seite. Die Felgen sind jetzt nicht so meins, okay. Da gibt es auf jeden Fall schönere Modelle. Aber mit den richtigen Felgen sieht es Mörder aus. Das könnt ihr mir glauben. Sind vier Bilder von hinten krank. Krank. Also, ich glaube, der hat als Diesel auch diese zwei Endrohre rechts und links. Vielleicht ist ein Diesel, kann ich euch jetzt nicht sagen. Sieht krass aus. Also die Rückleuchten. Ich finde, sieht einfach nur krass aus. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Fahrzeug findet. Krass. Mit der Farbe noch. Also, würde ich mir holen, ich bin ehrlich. Von innen brauchen wir ja gar nicht anfangen. Das Interieur ist ja überkrank. Die haben sich endlich mal was gewagt. Ja, die Rückleuchten, die neuen, feiere ich übertrieben. Und ich feiere das, dass die Auspuffblenden rechts und links sind. Also ob es jetzt ein Diesel ist oder ein Benziner, sei mal dahingestellt, aber es ist übertrieben krass. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Video. Wir geben uns einfach mal das Video und dann sage ich ein bisschen was dazu. Ja, ich würde mal sagen, let's go. Ja, geil. Das ist genau das Fahrzeug. Also seht ihr am gleichen Kennzeichen. Krank. Der neue BMW 3er Krank. Touring. Hier wirkt er noch mal ganz anders. Hier in aus der Kameraperspektive. Die Rückleuchten sind so schön. Also, ich feiere das Auto. Auto, das Ich fahrdynamisch habe ist. schon gekauft, was so kleine Modelle, so ein 320 Diesel oder so kosten. Lohnt sich schon. Also, sie sind jetzt noch relativ teuer, aber ich würde mich schon einholen. Großer Fußstapfen tritt, das aber auch immer kritisiert wurde für, naja, eventuell etwas zu wenig Platz im Kofferraum, zumindest im Vergleich mit der Konkurrenz. Was ist geblieben, was ist neu geblieben, ist die serienmäßig separat öffnende Heckscheibe. Wie ich finde, immer ein cleveres Detail, immer gut, um sich nicht die Mühe machen zu müssen, die komplette Heckklappe ausfahren zu müssen, zumal die auch serienmäßig elektrisch aufgeht. Also wer sich da etwas Zeit sparen will, der benutzt einfach die separat öffnende Heckscheibe. Das Auto ist länger geworden, knackt jetzt die 4 Meter. Die separate Heckscheibe habe ich jetzt noch nie gehabt, aber ich denke, das kann schon praktisch sein. Vor allem, wenn die Heckklappe natürlich jetzt serienmäßig schon elektrisch ist. Ja, ein geiles Feature eigentlich. 1,70 Marke, es ist auch breiter geworden, über 1,82 in der Höhe 1,44. Naja, ich hoffe, dass davon auch etwas im Kofferraum angekommen ist und den schauen wir uns jetzt natürlich direkt an. Ich kann direkt sagen, 5 Liter sind im Kofferraum angekommen. Das bedeutet, Kofferraumvolumen jetzt 500 Liter, maximal sind es 1500 Liter. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, der verfügbare Raum ist einfach viel nutzbarer geworden. Denn hier das Heckabteil, das Aber ist schon einfach nicht groß. so zerklüftet. Dieser ganze Raum sind auch wirklich die 500 Liter, die man nutzen kann. Denn es gibt hier nicht viele versteckte Ladeböden, viele versteckte Ebenen, aber dafür ja viele clevere Details, wie ich finde. Denn zum Beispiel kann ich die serienmäßigen Rollos und Gitter einfach hier in
diesem Fach verstauen. Und das ist etwas, was mir persönlich immer besonders wichtig ist, weil ganz oft weiß man einfach nicht, wenn man das mal spontan rausmachen muss, naja, wohin jetzt mit dem ganzen Zeug? So, und dann gibt es eben einfach... Das ist echt geil. Also ich hatte auch mal einen Dreier Touring mit diesem Heckrollo und da weiß ich echt nicht, wohin mit dem Scheiß, wenn du das rausmachst. Die Möglichkeit, die beiden Sachen hier drin zu verstauen, weg ist es. Es nimmt mir keinen Platz weg, sondern es ist einfach hier im Unterboden drin. Dann gibt es auch noch eine ganz clevere Lösung, um ja, das Verrutschen von Gegenständen zu verhindern. Und zwar ist das integriert im Ablagenpaket. Das kostet 300 Euro. Beinhaltet dann die fernentriegelbaren Sitze, die sich zu 40, 20, 40 umlegen lassen. Und dann kann ich eben auch, wie man vielleicht hier ganz gut sieht, hier gibt es zwei Motoren und diese Motoren sorgen dafür, dass hier diese Gummileisten, die eben mit dem Ablagenpaket Einzug halten, wenn ich das Fahrzeug schließe, sich sozusagen aufpumpen. Die Gepäckstücke, die darauf liegen, liegen dann wirklich nur auf der Gummileiste auf. Wir können uns das mal anschauen und sind dann sozusagen auf einer rutschfesten Ebene. Und das Gepäck wird sozusagen am Herumfliegen im Kofferraum auf einfachste Art und Weise gehindert. Und das, finde ich, ist doch eine sehr clevere Idee. Kostet nur 300. Also meiner Meinung nach ist es einfach nur ein Feature, was in ein paar Jahren dann unnötig kaputt geht. Ich finde es unnötig, also ich würde es nicht brauchen. Die Motoren kratzen irgendwann ab. Unnötig. 100 Euro finde ich jetzt auch eigentlich einen akzeptablen Preis. Aber das ist im Prinzip... das Neue. Man kann auch alles schön reden, aber da muss man mal am Boden bleiben. Wer braucht den Scheiß? Hat früher keiner gebraucht, das braucht man jetzt auch nicht. Das Interessante hier am Kofferraum, die Scharniere, um den Kofferraum zu öffnen, die sind hier alle in den Himmel gewandert. Vorher waren die Gasdruckdämpfer hier auf der Seite geil. Und dadurch habe ich eine viel breitere Öffnung für den Kofferraum, was einfach das Laden, das Zuladen. Das ist echt gut, also das stimmt auf jeden Fall. Da ist hier eindeutig mehr Platz geworden. Laden erleichtert. Der Vollständigkeit halber, auch wenn sich natürlich auf der Rückbank nicht viel verändert haben dürfte, setze ich mich jetzt auch nochmal hier rein. Krank. Also das Interieur ist so gelungen. Das Lenkrad ist okay. Staros brutal. Und hier das Anliegen der Navi ist auch. Also ist echt gelungen. Ja, Mann. Auch endlich serienmäßige Ambientebeleuchtung. Endlich. Auch hier hinten merkt man natürlich dem Dreier an, dass es einfach die neue Generation ist. Plus 4 cm Radstand hat er gegenüber dem Touring der letzten Generation. Naja, und das merkt man hier schon deutlich. Also zum einen kann ich sehr leicht einsteigen und ich habe wahnsinnig viel Platz. Also ich bin 1,82 groß. Ich habe sowohl sehr viel Kopffreiheit als auch... Auch eine Apple Watch am Start. Einfach. Der Dreier ist tatsächlich einfach für die zweite Reihe auch eine sehr angenehme, ja, ich sag mal, Reisevariante geworden. Der Dreier. Krank. Also der Dreier sieht schon überkrank aus, muss man echt sagen. Touring. Übrigens, jetzt, wo ich hier drauf sitze, da wird es ab 2020 im 330e PHEV die 12 Kilowattstunden Batterie geben. Die wird unter der Rücksitzbank liegen. Dann hat man wahrscheinlich so um die 100 Liter weniger Kofferraumvolumen, aber... auf jeden Fall wird es vom 330 Touring ein Plug-in-Hybrid geben. Okay. Stichwort Plug-in-Hybrid heißt natürlich auch elektrische Reichweite. Die soll beim neuen 330e bis zu 64 Kilometer betragen. Das heißt, im realen Leben werden es dann so zwischen 40 und 50 Kilometer sein. Elektrische Reichweite, das heißt natürlich auch Geräusche. Scheiße. Und da hat man bei den Benzin- und Dieselmodellen vom neuen 330 Touring besonders darauf geachtet, denn die Windschutzscheibe, das ist jetzt serienmäßig eine Akustikscheibe. Beim Vorgänger war es so, dass der bei 100 km/h bis zu 68 Dezibel im Innenraum hatte, was ja bis zu 2 Dezibel lauter war als manche Konkurrenten, zum Beispiel der Volvo V60. Daran hat man also auch gearbeitet. Welche Motoren wird es denn zum Marktstart geben? Ja, den Plug-in-Hybrid leider noch nicht, sondern es wird 3 Benziner und 3 Diesel geben. Der 320i, der 330i und der M340i, die wird es zum Marktstart schon geben. Außerdem den 318d, 320d und 330d.
Welche Kosten können einen erwarten? Der Vorgänger 320D mit Automatikgetriebe, der hat so ungefähr 44.300 Euro gekostet und BMW sagt, die Preise werden sich auch in dem Dreh des alten Touring bewegen. Ja, jetzt ja, das kommt hin. Also ich habe mal schon auf Mobile geschaut, da sind ja schon das ein oder andere Fahrzeug ist da drin. Natürlich kein Neuwagen, die haben 4.000 bis 8.000 Kilometer runter, aber der Preis kommt schon hin. Die waren so zwischen 48.000, 50.000. Kommt schon hin. Würde mich interessieren, was haltet ihr denn vom neuen Dreier Touring? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Marktstart ist September 2019. Krass, also als Touring übertrieben geil. Mal schauen. Ach so, ja, September hat er gesagt. September kommen die auf den Markt. Die Limus gibt es ja schon, habe ich auch schon auf Mobile geschaut, wie schon gesagt. Ja, geil. Schreibt mal eure Meinung zum 3er Touring in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde das Auto ist echt gelungen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.